Eine Beispielaufgabe. Hier haben wir ein kleines besonderes Problem, das werden wir gleich sehen. Als erstes müssen wir natürlich wieder die Definitionsmenge bestimmen. Die ist in dem Fall natürlich Q ohne 3, denn wenn ich die 3 hier unten einsetze, wird der Nenner 0 und das darf ja hier nicht passieren. So, und die Besonderheit ist jetzt hier, dass rechts eigentlich gar kein Bruch steht. Was machen wir dann? Wir machen das Ganze rechts zu einem Bruch, weil 18 kann ich als 18 Eintel schreiben. Jetzt kommt der tricky Trick, das heißt 36 mal 1 und x minus 3 mal 18. Aufpassen, x minus 3 ist ein Term, muss ich klammern, damit auch wirklich das Ganze links unten mit dem Ganzen rechts oben multipliziert werden kann. Dann bleibt links 36 stehen, rechts muss ich multiplizieren, 18 mal x minus 3 mal 18 gibt minus 54 und dann kommen die Äquivalenzumformungen. Also erst auf beiden Seiten plus 54, damit ich dann also die Zahlen ohne x auf einer Seite habe und die Zahlen mit x auf der anderen. Dann bin ich eigentlich schon fast fertig, weil ich jetzt nur noch durch 18 teilen muss und das ergibt nach Adam Riese x gleich 5. Nochmal kurz überprüfen, die 5, alles klar, die war in der Definitionsmenge enthalten, dann ist sie auch in der Lösungsmenge enthalten.